Und nun zu unserem Talk. Der wird gehalten von Dan und Maria von, ihr habt es sicher schon gemerkt, Extinction Rebellion. Da stehen dann die Kollegen schon da. Und der Titel ist Aufstand oder Aussterben. Das ist also ein Talk über die Klimakrise, den ökologischen Kollaps und den zivilen Ungehorsam. Und bitte jetzt auf die Bühne Maria und Dan. Hello, humans of late capitalism. Wir sind Dan und Maria von Extinction Rebellion Berlin und wollen euch heute Extinction Rebellion als globale soziale Bewegung vorstellen. Es gibt sowas wie eine Website zum Talk und dort findet ihr Folien, ein Skript dieses Talks, Quellen, Links und auch ein Shared Pad, falls ihr sowas gerne benutzen wollt. Ganz kurzer Disclaimer, bei XR gibt es keine Führung oder keine Personen, die irgendwie leiten und deswegen gibt es auch keine offiziellen Sprecherinnen. Wir sprechen hier selbst als Privatpersonen, als BürgerInnen, als Menschen und was wir hier darlegen, ist unser Verständnis davon, was Extinction Rebellion ist und wir maßen uns nicht an, für Extinction Rebellion als Ganzes zu sprechen. Also so viel vorneweg. Wann immer man mit Menschen über die Klimakrise spricht und sie dann auch das Problem verstehen, nämlich dass es uns alle betrifft oder betreffen wird, fragen sie meistens, was kann ich denn machen, welchen Beitrag kann ich denn leisten, um irgendwie eine Veränderung zu bewirken? Und die Antwort darauf lautet eigentlich nur ganz kurz und knapp, nie wieder fliegen und die eigene Ernährung umstellen auf eine pflanzliche Ernährung. Doch dann passiert das. Man steht im Supermarkt vor dem Bioregal und findet dort Tomaten aus Spanien, Rucola aus Italien, auf der Rückseite dann vielleicht noch Ananas aus Ecuador und Bananen aus Costa Rica. Das alles wird mit LKWs quer durch Europa transportiert oder mit Schiffen oder sogar Flugzeugen über den halben Erdball. Natürlich mit fossilen Brennstoffen. Und dann sieht man ja hier auch schon im Bild, haben wir noch ein ganz anderes Problem. Die Sachen sind alle verpackt. Stichwort 40 Kilo Plastik im Walmagen, der daran verhungert ist und Mikroplastik neuerdings auch in der Luft. Wir sehen also, wie sehr wir uns auch bemühen, wir kommen gar nicht raus. Es ist nicht möglich, 100% ökologische Entscheidungen zu treffen, denn das System enthält sie nicht. Ähnlich ist es mit dem Fliegen. Wer beispielsweise sich überlegt, am 7. Oktober von Berlin nach London zu reisen, um dort vielleicht mit mehreren tausend Menschen die Stadt lahmzulegen und diese Reise gerne mit der Bahn antreten möchte, kann sich auf einen Gesamtpreis für Hin- und Rückfahrt zwischen 250 und 600 Euro einstellen. Reisezeiten pro Weg zwischen 10 und 17,5 Stunden und zwischen 2 und 7 Mal umsteigen. Nicht jede kann diese Entscheidung treffen. Man braucht Zeit und Geld, um sie treffen zu können. Slightly off topic, aber nur zum Abgleich, ein ganz kurzer Werbeblock. Europa ab 35 Euro, ein Angebot aus dem Jahr 2013, für die, die gerne abtauchen, Generation EasyJet. Das könnte man sich auch heute eigentlich nicht besser ausdenken. Doch zurück zum Thema. Öko unter derzeitigen Bedingungen ist nicht nur umständlich, sondern schlichtweg Luxus. Zugleich versucht unser aktuelles System, Verbrauch ständig zu steigern. Mehr Flüge, mehr Autos, größere Autos, mehr Verbrauch, bei allem. Und wenn das bedeutet, dass wir alles am Ende wegschmeißen. The system is broken. Wirtschaftswachstum heißt nichts anderes als kontinuierlich gesteigerter Verbrauch, wie Harald Welzer neulich sagte. Und kontinuierlich gesteigerter Verbrauch bei zugleich endlicher Menge an Ressourcen kann nicht funktionieren. Und wir erreichen genau jetzt, in diesen Jahrzehnten, die Grenze dieses Systems. Das heißt nicht, dass man seinen eigenen Verbrauch nicht umstellen sollte. Man fühlt sich damit besser und vielleicht inspiriert man auch andere Menschen, Ähnliches zu tun. Und zugleich verändert man auch den Diskurs über bestimmte Konsumverhaltensweisen. Als Aktivistin verleiht es einem zudem auch manchmal mehr Glaubwürdigkeit. Aber die große Frage ist es, wie sinnvoll ist es,
Jetzt, angesichts beschleunigt fortschreitender Erderhitzung, Plastikvermüllung, Vernichtung der fruchtbaren Böden, Meeresspiegelanstieg, hunderte Millionen Menschen dazu zu bewegen, ihr Konsumverhalten zu ändern. Wie lange soll denn das bitte dauern? Und vor allem, wie viel Zeit haben wir? Das hier ist eins der 10 Prinzipien von Extinction Rebellion. We avoid shaming and blaming. Wir vermeiden Schuldzuweisungen und Beleidigungen. Und ich habe es in einem meiner ersten XR-Treffen gehört und fand es sowohl hilfreich als auch erleichternd. Denn der Ansatz von Extinction Rebellion ist eben nicht, das eigene Konsumverhalten zu ändern, sondern vielmehr richten sich die Aktionen eben auf die Änderung der politischen Spielregeln. Und somit richten sich die Aktionen an Regierungen, Entscheidungsträgerinnen und Medien. Und die Kernforderung von Extinction Rebellion ist zunächst die nach Wahrheit. Tell the truth and act as if the truth is real. Wir fordern Regierungen auf, die tödliche Bedrohung durch den ökologischen Zusammenbruch offenzulegen und die dringend notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Die schlechten Nachrichten überschlagen sich derzeit, und zwar nicht nur, weil Klimawandel gerade Trending Topic ist, sondern weil uns die Wahrheit jetzt einholt. Im Juni kam die erschütternde Nachricht, dass der Permafrost viel schneller taut als vorhergesagt. Wir erleben jetzt 2019 Schmelzraten, die eigentlich erst für 2090 vorausgesagt waren, 70 Jahre früher. Das Problem mit dem Permafrost ist euch wahrscheinlich bekannt. Im Schmelzprozess wird massenhaft Methan freigesetzt und Methan ist ein 28-mal potenteres Treibhausgas als Kohlenstoffdioxid. Also sprich, der schmelzende Permafrost beschleunigt und verstärkt wiederum die Erwärmung. So, jetzt brennt die Arktis. Die Rauch- und Rußschwaden über Sibirien sind im Moment so groß wie die Europäische Union und die brennende Fläche ist so groß wie die Schweiz. Löschung schwierig. Die Region ist normalerweise gefroren, aber durch Erwärmung und damit frühere Schmelze ist das sonst gefrorene Wasser abgeflossen und das Land ist sehr trocken. Das Problem hier ist, dass durch die Verbrennung nicht nur Wald, der normalerweise CO2 aufnimmt, vernichtet wird, sondern gleichzeitig bei seiner Verbrennung Unmengen von CO2 freigesetzt werden. Wiederum mehr Erwärmung. Diese Rückkopplungseffekte haben zur Folge, dass sich der Klimawandel in seinem Verlauf beschleunigt. Sogenannte Kipppunkte können überschritten werden und der gesamte Prozess droht außer Kontrolle zu geraten. Die Erde wird ab Überschreiten solcher Kipppunkte unumkehrbar und selbstständig, also auch ohne unser weiteres Zutun, immer wärmer. Auf dieses sogenannte Hot House Earth Szenario, auch genannt Runaway Climate Change, steuern wir im Moment ungebremst zu. So, es gibt eine ganze Reihe solcher Kipppunkte und einen weiteren möchte ich noch erwähnen, allein weil dieses Bild so schön ist. Was wir da sehen, ihr kennt es wahrscheinlich, es ist auf Twitter, hat es eine unheimliche Verbreitung gefunden. Wir sehen Schlittenhunde, die einen Schlitten bei 17 Grad plus Mitte Juni dieses Jahres über gerade schmilzendes Meereis ziehen. Das Problem daran ist nicht nur der steigende Meeresspiegel. Das Problem ist vor allem, also das ist ein weiterer dieser Rückkopplungseffekte, dass wenn Meereis, was weiß ist, schmilzt, wird es dunkelblau. Weiße Flächen reflektieren Licht, dunkelblaue Flächen nehmen wiederum Licht auf und erwärmen sich. Sprich, das schmilzende Meereis sorgt wiederum für mehr Erwärmung. So, Grönland taut aktuell, so wie in den Modellen für 2070 vorausgesagt. Wir sehen also, dass unsere Prognosen zu konservativ sind. Woran liegt das? Vor inzwischen über 30 Jahren, 88, wurde von den Vereinten Nationen das IPCC, der sogenannte Weltklimarat, gegründet. Das ist ein Zusammenschluss aus Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Ländern. Und das IPCC selber forscht nicht, sondern es sammelt die Ergebnisse der Klimaforschung, es wertet sie aus und fasst sie dann in Berichten zusammen. Also es gibt im Endeffekt eine Übersetzung der Forschungsergebnisse in eine halbwegs verständliche Sprache und das wird dann im Internet einsehbar veröffentlicht. Diese IPCC-Berichte dienen unter anderem Regierungen als Information und so ein bisschen als so eine Art unverbindliche Handlungsempfehlung. Und das ist natürlich schon ein Problem. Aber neben der Unverbindlichkeit gibt es zwei weitere Probleme.
Was das IPCC wirklich veröffentlicht, ist sowas wie der absolut kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alle Wissenschaftlerinnen dort einigen können. Und sowieso schon wird durch das Peer-Review-Verfahren eher kontroverse Forschungsergebnisse ausgeschlossen. Und sowieso will niemand in der Wissenschaft so als Alarmistin gelten. Wir haben hier vier verschiedene Szenarien, die vom IPCC modelliert wurden. Die nennen sich RCP, Representative Concentration Pathways. Alle Treibhausgase, also nicht nur CO2, sondern auch Methan, Stickstoffmonoxid und so weiter, werden in die Äquivalente von CO2 umgerechnet. Und je nachdem, ob es uns gelingt, unsere Emissionen herunterzufahren, ergeben sich halt verschiedene Szenarien. Von diesen vier, die wir hier zeigen, ist RCP 8.5 das Schlimmste. Und naja, weil das Ganze schon von 2014 ist und deswegen ein paar Jahre her, kann man die Realität, was passiert, so ein bisschen mit diesen Modellen abgleichen. Und leider müssen wir sehen, dass die Realität ziemlich auf dem 8.5er-Kurs liegt. Das erste Problem ist, dass nur wirklich unkontroverse Forschungsergebnisse in diesen Berichten sind. Das zweite Problem ist aber, dass in diesen Klimamodellen Kipppunkte, was Maria gerade erklärt hat, überhaupt nicht berücksichtigt sind. Also die Ereignisse, die zu einer selbstständig beschleunigenden und auch immer sich selbst verstärkenden Erwärmung führen. Und das führt dazu, dass wir möglicherweise in der Zukunft immer wieder erleben müssen, dass die Ergebnisse, das, was wir in der Realität sehen, mit den Modellen nicht ganz übereinstimmt, dass es schlimmer steht, als was die Modelle voraussagen. Die Grafik hier ist die Keeling-Kurve. Diese Grafik zeigt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und wir sind aktuell gerade bei 414 parts per million, weil CO2 ist ein Spurengas. Systematisch gemessen wird das seit 1958 auf einem Vulkan in Hawaii, Mauna Loa. Und was man hier sieht, ist halt eine klar aufsteigende Kurve. Diese Zickzack ergibt sich davon, dass es vegetationsbedingt halt jahreszeitlich Schwankungen gibt. Die Tendenz ist aber hoffentlich klar, es geht ganz klar nach oben. Zudem haben wir hier eingetragen so ein paar klimawissenschaftliche und politische Ergebnisse. Also zum Beispiel 1966 gibt es das erste Klimamodell für die gesamte Erde und das sagt bereits eine Erderwärmung voraus. Seit 1982, das haben wir von geleakten Dokumenten herausgefunden, weiß Exxon, dass die Ölverbrennung zur Erderwärmung führt. Wie wir uns denken können, wird diese Studie aber von Exxon natürlich nicht veröffentlicht. Seit Mitte der 80er Jahre haben wir durch die Untersuchung von Eisbohrkernen gute Informationen darüber, wie die CO2-Konzentration der letzten 150.000 Jahre ist. Und können deswegen auch sehen, dass die CO2-Konzentration seit der Industrialisierung rapide ansteigt. Wir sehen dann, 1991 gibt es die erste Mal, dass Organisationen finanziert werden, die aktiv den Klimawandel leugnen und finanziert wird das zum Beispiel von Unternehmen wie zum Beispiel Exxon. 1992 haben wir den Earth Summit in Rio de Janeiro. Gibt kein verbindliches Ergebnis, an die sich die Staaten halten müssen. Wir haben dann 1997 Kyoto, auch der ist praktisch gescheitert. 2015 in Paris gibt es jetzt endlich ein verbindliches Ziel, nämlich die Erderwärmung auf well below 2 degrees, also das ist das 1,5-Grad-Ziel, was wir alle kennen, zu begrenzen gegenüber vorindustrieller Zeit. Aber, und das ist wieder genau das Problem, Deutschland hat alle seine Zwischenziele, die es bisher dahin gesteckt hat, verfehlt. Und die USA und Brasilien drohen sogar mit dem Ausstieg aus dem Abkommen. Und die ganze Zeit, während diese Sachen passieren, steigen, wie wir auf dieser Grafik sehen können, die Emissionen, steigt damit die CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Ja, und das wirklich Schlimme ist, wenn man sich überlegt, 1988 wurde das IPCC gegründet und spätestens seit diesem Moment wissen wir, was der Fall ist. Eigentlich wissen wir es schon früher, aber wenn man sich genau anguckt, wie die CO2-Konzentrationen sind, seit diesem Zeitpunkt haben wir wissentlich mehr CO2-Emissionen ausgestoßen als in der ganzen Zeit davor unwissentlich. Und das Jahr mit dem höchsten CO2-Ausstoß in der Geschichte war 2018. Und das liegt leider daran, dass 2019 in den Daten noch nicht enthalten ist, weil es ja noch nicht rum ist. Wenn wir genau so weitermachen,
kann das Jahr 2100 ungefähr so aussehen. Diese Grafik vom Guardian zeigt, wie unsere Welt bei 4 Grad globaler Erwärmung, das ist das, was das Modell 8.5, was wir gerade gesehen haben, für das Ende des Jahrhunderts vorhersagt, aussehen könnte. Die gesamte Äquatorialzone ist praktisch für Menschen unbewohnbar, einfach weil es zu heiß ist. In den gelben Zonen, naja, da ist es so, wachsende Verwüstung, Wasserknappheit, schwierige Erntebedingungen, Flucht, Kriege, also Ressourcenkriege und ehrlich, Milliarden von Toten. Nur in den grauen Zonen wird Landwirtschaft in irgendeinem praktischen Sinne irgendwie möglich sein. Und wenn man sich anguckt, was wir hier nochmal highlighted sehen, das hat der Guardian nochmal gemacht, auch Süd- und Mitteleuropa werden vom Klima eher sowas Sahara-ähnliches haben. Und noch einmal, das ist für das Ende des Jahrhunderts vorhergesagt. Diese 4-Grad-Welt, wenn wir auf dem 8.5er-Pfad bleiben, auf dem wir gerade sind, das ist etwas, was Menschen, die gerade geboren sind, auf jeden Fall aber Enkelkinder, erleben werden. Und hin und wieder gibt das IPCC auch mal sogenannte Sonderberichte raus. Und der letzte ist vom 8. August und beschäftigt sich damit, wie die Landsysteme und das Klimasystem miteinander interagieren. Und wenn man den liest, wird man dort finden, dass die Temperatur über dem Land bereits jetzt schon 1,5 Grad gegenüber vorindustrieller Zeit sich erwärmt hat. Was dort auch steht, ist, die Wüsten breiten sich aus. Was dort steht, ist, wenn wir unseren Fleischkonsum nicht massiv reduzieren, wird die Klimakrise nur noch viel schlimmer werden. Und was dort steht, dass unsere Nahrung nicht mehr gesichert ist. Ja, also dass die Zukunft nicht gerade rosig aussieht, dürfte mittlerweile klar sein. Also ganz wichtig ist es zu begreifen, dass 2 Grad globale Erwärmung nicht bedeuten, dass wir hier Sommer in Zukunft haben, die 34 statt 32 Grad sind. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Vielmehr, also das sind ja immer Durchschnittswerte, ne? Und Durchschnittswerte errechnen sich aus gemessenen Temperaturen. Also was uns stattdessen erwartet, sind nie zuvor dagewesene Hitze und Dürren, Ernteausfälle und Trinkwasserknappheit, nie dagewesene Stürme und Überschwemmungen und all das in immer dichterer Folge und in immer stärkerer Intensität. Lebewesen können sich an solche Extreme nicht schnell genug anpassen. Und wir erleben derzeit ein massenweises Aussterben verschiedener Spezies, Korallen, Insekten. Und ich möchte euch noch ein Beispiel nennen, es ist wirklich nur eins von vielen. Zehntausende Flughunde fallen in Australien von den Bäumen. Das sind so eine vegetarischen Fledermäuse, die sind dämmerungs- und nachtaktiv und tagsüber hängen die halt so kopfunter von den Bäumen und fächeln sich mit ihren Flügeln so ein bisschen Luft zu, um sich zu kühlen. Und bei der letzten Hitzewelle in Australien, die war im November 2018, war es halt genau so, dass ein neues Hitzeextrem erreicht wurde und dieser Mechanismus der Kühlung halt ganz genau eben nicht mehr funktioniert haben und plötzlich fallen die zu Zehntausenden von den Bäumen. Und es ist einfach so, dass es dann ganz schnell gehen kann. Es ist nur ein Beispiel von vielen. Also das Lebewesen sind an bestimmte Gegebenheiten angepasst und wenn diese nicht mehr gegeben sind, können sie nicht überleben. Was uns zu der Frage führt, what about us? Was denn mit uns, Spezies Mensch, Homo sapiens sapiens? Die ungeheuerliche Antwort darauf lautet, auch ein Aussterben des Menschen kann nicht völlig ausgeschlossen werden. Es gibt eine Studie zu sogenannten Low Probability, High Impact Scenarios aus dem Jahr 2017, die zu dem Schluss kommt, dass eine 5%ige Chance besteht, dass auch die Spezies Mensch nicht überlebt. Die Studie stammt von dem Klimaforscher und University of California Professor Veerapadran Ramanathan und seinem ehemaligen Studenten Yang Yang Su, der ist jetzt Juniorprofessor in Texas. Das sind also etablierte Leute. Hier ein Zitat von Ramanathan. When we say 5% probability high impact event, people may dismiss it as small. But it is equivalent to a 1 in 20 chance the plane you are about to board will crash. We would never get on that plane with a 1 in 20 chance of it coming down, but we are willing to send our children and grandchildren on that plane.
So, diese Zusammenhänge sind der Grund für den Namen der Bewegung. Extinction Rebellion. Aufstand gegen das Aussterben. Hier zu sehen ist das Extinction Symbol. Es zeigt eine stilisierte Sanduhr, die dafür steht, dass uns die Zeit davonläuft. Wann genau die Kipppunkte erreicht oder wann sie überschritten sind, wissen wir nicht genau. Sicher ist nur, wenn wir überhaupt noch Zeit haben, dann nicht mehr viel. Zu politischen Situationen kurz zwei Beispiele. Der Bundesrat in Deutschland hat am 7. Juni die Subventionierung von Terminals für gefracktes Gas aus den USA bewilligt. Sprich, Steuergelder werden dafür verwendet, um den Anschluss der Terminals für umweltschädlich errungenes Gas, was dann umweltschädlich mit fossilen Brennstoffen über den Atlantik transportiert wird in Schiffen und dann hier in unser Energienetz eingespeist wird, um diese Anschlüsse zu bauen. Also die weißen Zylinder im Hintergrund sind die Terminals und um das Gas dann in unser Energiesystem einzuspeisen, müssen Anschlüsse gebaut werden. Das wird jetzt mit Steuergeldern gebaut, hat der Bundesrat beschlossen vor einem Monat. So, in Kanada wurde am 17. Juni der nationale Klimanotstand ausgerufen, was schön ist, aber keine 24 Stunden später hat die kanadische Regierung den Bau einer neuen Ölpipeline beschlossen. Mit anderen Worten, unsere Regierungen lügen. Sie tun das eine und sagen das andere. Extinction Rebellion hat daher drei klare Forderungen. Die erste ist, tell the truth. Die Regierung muss die existenzielle Bedrohung der ökologischen Krise offenlegen. Die Regierung und alle anderen Institutionen müssen kommunizieren, wie dringend notwendig ein Umsteuern ist. Forderung 2. Wir fordern, dass sämtliche Treibhausgase bis 2025 auf null, netto null, reduziert werden. Das Massenaussterben muss gestoppt und der ökologische Raubbau mit allen Mitteln beendet werden. Wir fordern drittens, dass eine Bürgerinnenversammlung einberufen wird. Sie soll wissenschaftlich beraten werden und die notwendigen Maßnahmen zur Erreichung von Punkt 2 gestalten und überwachen, da wir das unseren Regierungen nicht zutrauen. Puh, großes Vorhaben. Wie also wollen wir das erreichen? Unsere Antwort darauf lautet massenhafter, gewaltfreier, ziviler Ungehorsam. Demonstrationen und Petitionen und Flyer verteilen reichen einfach nicht mehr. Was heißt massenhafter, gewaltfreier, ziviler Ungehorsam? Das heißt, viele, viele, viele Leute müssen auf die Straße und sie müssen dort wirklich stören, Abläufe empfindlich stören, friedlich stören, aber eben stören. Wie kann sowas aussehen? Extinction Rebellion hat sich vor noch nicht mal einem Jahr in London gegründet. Und diese Aktion, die wir hier sehen, im Herbst letzten Jahres, hat zum ersten Mal zu medialer Aufmerksamkeit geführt. Und das ist auch, wie ich von Extinction Rebellion erfahren habe. Hier haben mehrere tausend Aktivistinnen über einen Tag hinweg die fünf wichtigsten Londoner Brücken besetzt und damit zumindest den Nord-Süd-Fluss in der Stadt, aber eigentlich den gesamten Verkehrsfluss in der Stadt zum Erliegen gebracht. Und dabei sind auch 85 Menschen festgenommen worden. Im April diesen Jahres fand an ganz vielen verschiedenen Orten auf der Welt koordinierte Aktionen statt. Und in London war hier der Oxford Circus zu sehen. Da wurde ein pinkes Boot aufgestellt. Und über Tage gab es dort Konzerte, Gespräche, Vorträge. Die Leute haben gemeinsam gesungen und natürlich auch Party. Und etliche DJs haben da aufgelegt. Das Ganze war sehr bunt und auch eigentlich ziemlich divers. Und vor allem, da Oxford Circus halt das Shoppingzentrum von London ist, sind dort auch einfach ganz zufällig tausende TouristInnen, andere Menschen vorbeigekommen, die eigentlich nichts mit der Aktion zu tun haben und haben gesehen, was passiert. Zusätzlich, also in London wurden insgesamt im April 4 Orte permanent für eine Woche lang besetzt. Unter anderem auch hier zu sehen Waterloo Bridge. Da ging es darum, Autoinfrastruktur über die Themse zu einem für Menschen lebenswerten Ort zu verwandeln. Ein Ort, an dem sich Menschen wohlfühlen, an dem sie spielen können, Picknick machen können, tanzen, selber Musik machen und zum Beispiel auch Skateboarden. Statt Autos gab es eine ganze Menge Pflanzen und sogar ein paar kleinere Bäume, die dort aufgestellt wurden und eine Halfpipe. Und ganz plötzlich war dieser Betonklotz über die Themse, die ganze Zeit nur Autos entlang rauschen, ein Ort mit Aufenthaltsqualität. Während dieser Woche gab es allein in London über 1000 Verhaftungen. Und das ist für die Strategie von Extinction Rebellion nicht ganz unwichtig.
Durch Aktionen friedlichen, massenhaften, zivilen Ungehorsams werden Regierungen vor eine Art Dilemma gestellt. Die eine Möglichkeit ist, sie ignorieren das Ganze, sie reagieren nicht. Aber dann, wenn das eine gut geplante Aktion ist, stört man halt ganz massiv und die Abläufe werden gestört. Oder die Alternative ist, sie lassen die Leute festnehmen. Und in der Medienwelt, in der wir gerade leben, ist große Mengen an Festnahmen ein Signal an die Medien, das ist was Wichtiges. Und das führt zu gesteigerter Medienaufmerksamkeit. Und dann führt es natürlich auch noch dazu, das hängt davon ab, wie die Polizei jeweils reagiert, aber es kann sein, dass die Polizei halt dann gewaltvoll gegen die sehr friedlichen und auch immer als friedlich erkennbaren DemonstrantInnen vorgeht. Und das führt dann möglicherweise zu Solidaritätserklärungen oder Sympathiebekundungen von eigentlich eher wenig politisierten Gesellschaftsteilen. Und sowas ist Anfang Juni in Wien passiert, bei einer Aktion, wo Ende Geländewagen von der Polizei sehr brutal geräumt wurde und die sehr brutal gegen die Aktivistinnen vorgegangen ist. Und das hat plötzlich zu einem Aufschrei in den österreichischen und teilweise auch in den deutschen Medien geführt. Sowas nennt man dann Backfire in Response. Diese Strategie, sich verhaften zu lassen, ist also von Extinction Rebellion nicht ganz ungewollt. Es geht darum, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Und sich verhaften zu lassen, ist eine der Möglichkeiten. In Berlin wurden im April, hier sehen wir vor dem Reichstag, die Rebellion mit ungefähr 300 Menschen ausgerufen. Und am selben Tag hat Extinction Rebellion Berlin in der ersten größeren Aktion, die wir gemacht haben, mit etwa 200 AktivistInnen die Oberbaumbrücke besetzt. Das war auch gleichzeitig der erste Kontakt, der erste wirkliche Kontakt mit der Berliner Polizei. Und es lief wirklich sehr respektvoll. Alle sind respektvoll miteinander umgegangen. Es wurden vereinzelt von PolizistInnen Personalien festgestellt, also die Personalien von AktivistInnen festgestellt. Aber es wurde niemand verhaftet. Und die Taz veröffentlichte dann dieses Foto. Und wenn man sich das mal anguckt, naja, das ist fast schon ein Werbefoto für die Berliner Polizei. Und die Taz schrieb zu diesem Foto und in ihrem Kommentar, vielleicht zu respektvoll. Es wurde auf jeden Fall gesungen bis zur zweiten Räumungsaufforderung und dann wurden die Menschen, von der, wie wir hier sehen, von der Straße getragen. Die Beistehenden applaudierten, jedes Mal mit Laola-Welle und Whoa! Und das ist eher ungewöhnlich bei so einer Blockadeaktion, würde ich mal sagen. Man kann aber auch, ne, also wir wollen hier nichts beschönigen, nicht unbedingt davon ausgehen, dass das Verhalten der Polizei auch zukünftig so bleibt. Wir dagegen, das steht auf allen unseren Fahnen und das ist für uns extrem wichtig, werden immer gewaltfrei bleiben. So, also wie muss dieser massenhafte zivile Ungehorsam sein? Er muss nach unserer Auffassung, wie schon gesagt, in erster Linie friedlich sein. Wir sind strikt für Gewaltfreiheit. Er darf zweitens nicht mehr zu ignorieren sein. Er muss also so auffallen, dass man nicht mehr dran vorbeikommt. Und er muss wirklich stören. Und er muss drittens ein gewisses Maß an persönlichem Einsatz zeigen, um Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit im Anliegen zu verdeutlichen. Also wenn man, einfach nur Flyer verteilt, wo drauf steht, also wir steuern direkt in die Klimakatastrophe zu, ist das so eine Art Cross-Messaging. Also die Botschaft der absoluten Katastrophe passt nicht zur Form, in der diese Botschaft rübergebracht wird. Das ist das Problem daran. Also sprich, erst wenn Menschen ein gewisses Maß an persönlichem Einsatz zeigen, verstehen andere Menschen, dass es wirklich wichtig sein muss. Und hier ein Beispiel für solchen persönlichen Einsatz, das ist XR Youth, die Jugendorganisation von Extinction Rebellion. Und es ist ein Beispiel aus Leipzig, wo sich 5 Jugendliche am Tag vor der Europawahl mit Fahrradbügelschlössern ans neue Rathaus in Leipzig angeschlossen haben. Und am Tag zuvor waren die Schlüssel zu diesen Bügelschlössern an die 5 der im Stadtparlament vertretenen Parteien gesandt worden, zusammen mit einer Erklärung. Und die Politikerinnen mussten kommen, um die Jugendlichen loszuschließen, was zum Teil also mehrere Stunden gedauert hat. Das Ganze lief unter dem Hashtag hinhalten,
Und wie auch auf dem linken Plakat zu sehen ist, wir müssen den Kopf hinhalten für eure Politik. Also der Zusammenhang ist klar, die Leute sind nicht wahlberechtigt. Und in Deutschland, das steht auf dem mittleren Plakat, ist die Hälfte der Wahlberechtigten über 52. Das heißt, die werden die wirklich schlimmsten Auswirkungen der Klimakrise nicht erleben. Und zugleich sind die, die sie erleben werden, nicht wahlberechtigt. So, diese Aktion wurde 2 Monate später in Berlin kopiert, wo sich 29 Menschen am Zaun vor dem Kanzleramt angekettet haben. Und losgeschlossen wurden diese zwar nicht von den Ministerinnen, bei denen die Schlüssel vorher abgegeben worden waren, sondern nur von der Polizei, aber nichtsdestotrotz gab es auf jeden Fall ein bisschen Medienaufmerksamkeit für diese Aktion vom Kanzleramt. Ja. Aber Fun. Es kann eigentlich nicht genug betont werden, wie viel Spaß sowas macht. Denn wir feiern die besten Partys. Zum Beispiel die hier. Am Tag des Earth Overshoots Days, am 29. Juli, haben wir ein ganz großartiges Bankett vor dem Brandenburger Tor veranstaltet. Aber der Earth Overshoot Day ist der Tag, an dem rein rechnerisch die Ressourcen für dieses Jahr bereits aufgebraucht sind. Das ist der 29. Juli, nochmal zur Erinnerung. Und weil die Ressourcen alle aufgebracht sind, sind alle Gläser leer geblieben, alle Tassen, alle Teller. Der Maître D' hat immer nur Luft nachgeschenkt. Und naja, entsprechend waren auch die Gäste sehr enttäuscht. Das war also eher so eine Art performatives Format an einem sehr prominenten Ort. Es gab mehrere Durchläufe der ganzen Geschichte, aber es lief immer nach dem Motto, es begann mit Partymusik, guter Stimmung, Happy New Year, oh yeah, fröhlichen Gesichtern und dann irgendwann wurde realisiert, dass die Gläser alle leer sind, Stimmungsabfall. Ein wichtiges Element von unseren Aktionen ist eigentlich immer, dass wir das Publikum informieren, was hier gerade passiert, worum es hier gerade geht. Das ist ein Teil unserer Idee Tell the Truth. Bei der Aktion am Brandenburger Tor war es so, dass eine Reporterin herumgelaufen ist und Fragen gestellt hat, so was passiert denn hier, und hat dann die Kellner interviewt und die haben dann so etwas geantwortet wie, naja, wir haben keine Ressourcen mehr für dieses Jahr, die sind alle aufgebraucht und deswegen feiern wir jetzt hier verfrüht eine Silvesterparty ohne Ressourcen, ohne Getränke, ohne Essen auf ein frohes neues Jahr. Hier noch ein Beispiel für die Vielfalt an Aktionsformen und Formaten und Themen, die Extinction Rebellion beschäftigt. In London wurde kurz vor der Aktionswoche, von der wir vorhin erzählt haben, im April eine Art Anti-Modenschau, wiederum an Oxford Circus, veranstaltet. Und dort gab es Old Models, Kleider aus Müll und auch hier wieder das Element der Aufklärung. Die Textilindustrie hat einen erheblichen Anteil an unnötigem Wasserverbrauch, Schadstoffbelastung, Treibhausgasemissionen und, naja, den riesigen Müllbergen. Eine Sache, die die Berliner Ortsgruppe inzwischen eigentlich fast regelmäßig durchführt, ist das Besetzen von Kreisverkehren mit dem Fahrrad. Das funktioniert so, wir machen eine Fahrradtour, wir starten an einem Ort und dann kommen wir in einen Kreisverkehr, fahren in den Kreisverkehr rein und dort sind wir uns dann plötzlich nicht mehr so ganz sicher, wo denn es weiterhin geht. Und deswegen drehen wir eine Runde. Und wenn wir dann immer noch nicht genau wissen, wo wir weiterfahren, drehen wir auch noch eine zweite oder eine dritte Runde. Das ist also quasi eine Adoption des Formates der Critical Mass, nur mit einer anderen oder erweiterten politischen Forderung. Auch hier werden immer stets Flyer an wartende Autofahrerinnen verteilt und manchmal, wenn wir die Zeit dazu finden, auch Kekse. So, Extinction Rebellion, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen umweltaktivistischen Gruppen, beruft sich auf sozialwissenschaftliche Forschung zu sozialen Bewegungen. Und zum Beispiel gibt es von der Harvard-Professorin, Politikprofessorin Erika Chenoweth, eine umfassende Studie, die gewaltfreie und gewalttätige Bewegungen miteinander vergleicht, also immer soziale Massenbewegungen, und sie untersucht wirklich mehrere hundert davon im 20. Jahrhundert. Und das Ergebnis davon ist, dass gewaltfreie Bewegungen nahezu doppelt so oft erfolgreich sind wie gewalttätige. Das hier ist Erika Chenoweth, das Buch dazu heißt Why Civil Resistance Works.
Ein weiteres Argument für Gewaltfreiheit ist, also neben den offenkundigen moralischen Gründen, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass nach einem solchen Massenaufstand ein demokratisches System etabliert wird und nicht zum Beispiel eine Militärdiktatur, nahezu 10-mal höher ist. Also auch das spricht für Gewaltfreiheit. So, das ist die berühmte Zahl, von der habt ihr sicherlich schon mal gehört. Also auch die stammt von Erika Chenoweth aus dieser selben Untersuchung. Also eine wichtige Zahl, die sie herausgefunden hat, dass es für einen sozialen Wandel eben nicht alle Menschen braucht. Und es braucht auch nicht die Hälfte und es braucht auch noch nicht mal 10%, sondern die Zahl, die sie gefunden hat, um einen Wandel herbeizuführen, sind 3,5% der Bevölkerung. Aber diese 3,5% müssen auch wirklich auf die Straße. Wie gesagt, Online-Petitionen reichen nicht mehr aus. So, wenn man diese 3,5% mal hochrechnet, sind das für Berlin ungefähr 130.000 Leute. Für Deutschland sind es ungefähr 3 Millionen. Und für die Welt wären es 300 Millionen Leute. Nur zum Vergleich, Fridays for Future hat bei seinem ersten oder ihrem ersten globalen Streik, das war am 15. März, 1,6 Millionen Leute auf die Straße geholt. Ist also noch ein weiter Weg? Fragezeichen? Aber wenn man drüber nachdenkt, vielleicht brauchen wir gar keine 300 Millionen, weil wir alle wissen, Macht und Reichtum auf der Erde ist nicht gleich verteilt. Und es geht ja vor allem um die Teile der Welt, die am meisten CO2 ausstoßen. Denn, wie man hier sehen kann, die reichsten 10% der Menschheit sind für fast die Hälfte aller Emissionen, die über die absolute Grundversorgung hinausgehen, verantwortlich. Die 10 reichsten Prozent, das sind nicht nur die Leute mit den 3 Yachten. Die reichsten 10% sind über 7 Milliarden Menschen. Das sind zu einem gewichtigen Teil... Sorry, 700, Entschuldigung. Bei 7 Milliarden sind 10% über 700 Millionen Menschen. Und das sind, naja, wir, die Generation EasyJet, die so gerne abtauchen. Wir fliegen in den Urlaub, wir fliegen auf Konferenzen, wir fahren Auto, kaufen ein neues Handy, neue Kleidung und so weiter. Und das Ganze kann man sich auch nicht nur in sozialer Schichtung, sondern auch auf nationalstaatlicher Ebene angucken. Und da ist es so, dass bestimmte Staaten historisch halt einfach wirklich viel mehr Anteil an den Emissionen haben als andere. Wie man hier sehen kann, Deutschland, Großbritannien sind gigantisch aufgebläht, die USA ist extrem groß, aber der afrikanische Kontinent zum Beispiel, der ist wirklich schwer erkennbar, so zusammengeschrumpft ist er. Und das ist eine der Sachen, die wir meinen, wenn wir rufen, what do we want, climate justice? Denn die Menschen, die zum großen Teil für die Situation verantwortlich sind, sind nicht dieselben Menschen, die zum Großteil diese Situation ausbaden müssen und teilweise jetzt schon ausbaden müssen. Die Menschen im globalen Süden haben einfach eine ganz andere Lage und dazu kommt auch noch, dass es diese Aktionen zivilen Ungehorsams und Widerstand gegen Umweltzerstörung im globalen Süden seit Jahrzehnten gibt. Das hat nur erstens keine mediale Aufmerksamkeit und zweitens sind halt die Bedingungen ganz andere. Dort sieht es so aus, dass man möglicherweise sehr schnell im Gefängnis verschwindet oder im schlimmsten Fall sogar ermordet wird. Und zu dieser Idee von Climate Justice gehört natürlich aber auch Generational Justice. Das ist das, was Fridays for Future gerade die ganze Zeit auf die Fahnen schreibt und was sie in den Diskurs gebracht haben, dass nämlich es eher die Großeltern, die Elterngeneration ist, die das verursacht hat und die Menschen, die es ausbaden müssen, vor allem die sind, naja, die jetzt Kinder sind oder noch gar nicht geboren oder zukünftige Enkelkinder. So, diese Karte hier zeigt, wo im Moment überall XR-Ortsgruppen sind, nämlich tendenziell in den Teilen der Welt, wo aktuell und historisch, wie wir gerade gehört haben, die höchsten Emissionen sind. Zugleich ist dort aber auch die größte Machtkonzentration und darin liegt auch eine Chance, denn in diesen Teilen der Welt wird beeinflusst, ob wir es schaffen, einen Wandel zum Positiven hinzukriegen. Umgekehrt gibt es auch Ortsgruppen im globalen Süden, was natürlich für unsere Botschaft als globale Bewegung total wichtig ist. Also wir
also unser Messaging ist ja stets, dass wir als ganze Menschheit betroffen sind und der Planet als Ganzes, also oder die Lebensbedingungen für die Menschen auf diesem Planeten als Ganzes betroffen sind. XR ist aktiv in über 50 Ländern und hat im Moment über 300 Ortsgruppen, Tendenz steigend. Also nur als Beispiel in Berlin machen wir alle 2 Wochen ein sogenanntes Onboarding, also eine Veranstaltung für Neulinge. Und bei dem letzten, auf dem ich war, das ist glaube ich vor 2 Wochen gewesen, hatten wir 72 neue Leute und das allein in Berlin. Und ja, genau, also solchen Zulauf hat eigentlich keine Partei und auch keine Umwelt-NGO im Moment. So, also XR hat 10 Prinzipien und Werte, die könnt ihr auf der Webseite auch nochmal nachlesen. Ich möchte nicht alle vorlesen, sondern nur einen Teil, der auch bereits angesprochen wurde, herausgreifen. Zunächst mal Punkt 9, we are a non-violent network. Da ist nochmal das mit der Gewaltfreiheit fest verankert. Dann we avoid shaming and blaming, das habe ich am Anfang schon angesprochen. Es geht nicht um gegenseitige Beschuldigungen für individuelles Konsumverhalten. Dann Punkt 10, we are based on autonomy and decentralization. Es gibt keine zentrale Führung, die irgendwie Ortsgruppen sagt, was zu tun ist. Also jeder und jede, Moment, diesen 10 Prinzipien folgt, kann sich Teil von Extinction Rebellion nennen. Warte mal kurz, ich muss mal kurz sortieren. Ich bin mit meinen Zetteln durcheinander. Wo bin ich denn? Warte mal, was. Ja. Ach ja, daher. Every creature welcome. Es gibt innerhalb der Klimabewegung ganz viele Aufgaben, die Leute übernehmen können. Und bei Extinction Rebellion zum Beispiel muss sich nicht jeder und jede festnehmen lassen. Es ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von Leuten, symbolisch in diesem pinken Zentrum, die dazu bereit sein sollten, aus den Gründen, die wir vorhin genannt haben. Es hilft halt, den Druck aufzubauen. Wer zum Beispiel Kinder hat, also kleine Kinder oder einen prekären legalen Status, ist nicht, also oder oft nicht in der Lage dazu, sich festnehmen zu lassen. Schwarz gekennzeichnet sind hier sozusagen legale Aufgaben, also die allerwichtigste. Drüber sprechen. Sprecht mit Leuten über die Klimakrise. Es ist immer noch so, dass die Leute nicht informiert sind über das Ausmaß, auf was wir zusteuern. So, ihr könnt Events und Aktionen auf Social Media teilen. Ihr könnt, also wir haben auch Flyer, so ist es nicht. Wir können auch Flyer verteilen. Ihr könnt Talks wie diesen selber halten. Ihr könnt Talks wie diese besuchen und jemanden mitnehmen, den das interessieren könnte. Ihr könnt auch das Symbol verwenden. Nur nicht kommerziell. Extinction Rebellion hat die freundliche Genehmigung, das Symbol zu verwenden, unter der Prämisse, dass es niemals kommerziell verwendet wird. Und alles andere, und sei es noch so klein, ist auch willkommen. Ihr könnt auch sehr gern gar keine Aufgabe übernehmen, denn für massenhaften zivilen Ungehorsam braucht es vor allem ganz, ganz viele Leute auf der Straße, die an den Aktionen einfach teilnehmen oder bei Aktionen zum Beispiel fotografieren und filmen. Wenn ihr über aktuelle Aktionen informiert werden wollt, informiert euch am besten über Social Media. Wir nutzen das, also ne, ihr wisst schon, als Kanäle, um über aktuelle Events und Aktionen zu informieren. Es gibt auch einen Newsletter, für den gibt es hier vorne so eine E-Mail-Liste. Und wenn ihr aber gleich einen richtigen Schritt weitergehen wollt und euch zuverlässig einbringen wollt, dann kommt zu einem Onboarding. Also hier die nächsten Termine für Berlin. Also der eine ist morgen. Ich sag's trotzdem, wer weiß, irgendwie muss vielleicht muss jemand nach Hause und der andere, der nächste ist dann in 2 Wochen. Also aber da wir im Moment so einen großen Zulauf haben, kann es auch sein, dass wir irgendwann umstellen auf wöchentlich. Aber im Moment sind sie noch zweiwöchentlich und der nächste ist dann am 5.9. So, dort erfahrt ihr, ach so, beim Onboarding erfahrt ihr, kannst du nochmal zurückgehen bitte? Ja. Und auch, warte mal. Also dort erfahrt ihr, was, also beim Onboarding erfahrt ihr, wie Extinction Rebellion arbeitet, wie wir kommunizieren miteinander, wie unsere Plattform funktioniert und auch wie ihr euch einbringen könnt. Wenn ihr in anderen Städten als Berlin seid, schaut nach, wo eure nächste Ortsgruppe ist und nehmt mit denen Kontakt auf, fragt, wie das funktioniert. Also es, mit dem Onboarding, das macht nicht jede Ortsgruppe so wie Berlin. Also es funktioniert wirklich überall ein bisschen anders. Ihr könnt auch selber eine Ortsgruppe gründen. Auch dazu gibt es Informationen auf der Webseite. Kann ich mal den nächsten? Warte mal. Ja. Ist
das? Moment, was ihr in jedem Fall nicht tun solltet, ist am 20.09. auf die Arbeit gehen. Denn am 20.09. ist Fridays for Futures Generalstreik. Da kommen nicht nur Schülerinnen hin, damit sind alle gemeint, denn die Klimakrise geht alle an. Und das Klimathema braucht so viele Menschen wie möglich auf der Straße, so viel sollte hoffentlich deutlich geworden sein. Und Fridays for Future hat zumindest in Deutschland gerade wirklich das Momentum. So, die nächste Großaktion von Extinction Rebellion ist dann ab 7. Oktober. Ab 7. Oktober in London, New York, Paris, Berlin und noch mehreren anderen Städten. Es wird also ein ungehorsamer Herbst und es kann gut sein, dass ihr in dieser Woche nicht so gut vorankommt im Straßenverkehr. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, empfehlen wir euch, vorher ein Aktionstraining zu machen. Und Extinction Rebellion bietet noch jede Menge Aktionstrainings an, vor allem im September, aber auch noch im Oktober und auch noch während dieser Aktionen im Oktober. Also es wird ein ganz großes Camp geben für mehrere tausend Leute. Bitte kommt und nehmt daran teil. So, und bei den Aktionstrainings erfahrt ihr sozusagen, wie man sich bei einer Aktion am klügsten verhält. Es ist tatsächlich sinnvoll, das zu besuchen, also gerade im Kontakt mit der Polizei. So, da man sich diese ganzen Daten ja alle nicht merken kann, könnt ihr die auch gerne nochmal nachgucken auf dieser Webseite. Also da sind sowohl, haben wir das gesagt, ja, das Skript von diesem Talk, die Folien und nochmal die Daten rausgelöst, nachträglich einsehbar. Ja. Naja, und da wir bei euch zu Gast sind und wir selber alles andere als ExpertInnen sind, so stellen wir dann die Frage auch mal zurück, so, wie könnte denn elektronischer ziviler Ungehorsam aussehen? Also, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, aber so ganz zu was gekommen sind wir nicht. Also, die Frage ist zum Beispiel eine DDoS, wie funktioniert, also die Idee, dass man eine Website lahmlegt, dadurch, dass man sie häufig aufruft, so. Was ist das? Ist das eine Blockade oder ist das eher ein Angriff? So. Eine Website defacen, also den Inhalt austauschen, scheint uns im analogen Raum eher zu einem Einbruch zu passen und deswegen eher nicht zu passen. Aber macht dieser Begriff von Gewaltfreiheit in einem elektronischen Raum überhaupt Sinn? Und dann ist auch die Frage immer, uns ist es extrem wichtig, die Öffentlichkeit zu informieren. Wenn man jetzt eine DDoS machen würde, wäre für BesucherInnen der Website ja überhaupt nicht klar, ob der Server einfach so down ist oder ob es halt gerade diese DDoS gibt. So, also was gibt es da für Möglichkeiten? Das sind so offene Fragen, die wir haben, die bitten wir euch so gerne um Feedback. Kommt zu uns, sprecht mit uns darüber. Sowieso gilt immer, in jedem Fall. Wenn ihr die 10 Prinzipien akzeptiert, könnt ihr im Namen von Extinction Rebellion handeln. Ihr braucht niemanden zu fragen. Act now. Und vielleicht noch hinzuzufügen dazu ist, dass Donnerstag, also Freitag, übermorgen. Übermorgen findet in dem Cluster About Freedom oder in dem Camp About Freedom 14 Uhr finden 2 Veranstaltungen statt, wo wir eigentlich um Austausch bitten. Also wir würden, also es ist kein Workshop, den jemand gibt, sondern wir wollen eigentlich mit euch darüber sprechen, wie unsere Expertisen zusammenkommen können, günstig und fruchtbar. Und ab 12, also die sind beide 14 Uhr und dann 12.30 Uhr gibt es nochmal eine Art Austausch oder Workshop oder wie nennt man sowas, kreatives Brainstorming zum Thema Generalstreik, 20.09., also Fridays for Futures Generalstreik und wie man das irgendwie noch gut bespielen könnte. Mit anderen Worten, wir brauchen euch. Wir alle brauchen einander. Bitte schließt euch an. Das war's. Dankeschön. Vielleicht gibt es auch Fragen. Ich bin irgendwie sprachlos. Aber es ist so. Okay, wir haben noch Zeit für... Entschuldigung. Die eine oder andere Frage. Hat jemand eine Frage? Ja. Okay, wir haben noch eine Frage. Irgendwas? Eine Frage da.
Wäre es sinnvoll, parteienübergreifend zu versuchen zu kooperieren? Ich meine zum Beispiel, regenerative Energien sind ja auch aus konservativer Sicht geil. Von wegen, ja, Unabhängigkeit von Ölstaaten, von Russland, hast du nicht gesehen. Damit würde man vielleicht auch die konservativen Parteien ins Boot kriegen. Nur eine Idee. Also ja, oh Gott, wo fängt man da an? Also erstmal zum Thema konservativ, ja, konservativ. Im klassischen Sinne ist nicht konservativ, weil wenn es uns um den Erhalt dieses Planeten geht, dann passt das irgendwie gerade nicht mit der derzeitigen konservativen Politik zusammen. Also das vielleicht mal vorneweg. Ja. Und dann, wir brauchen alle und jeden. Das Problem ist so groß, dass wir bis, also es bringt uns nichts, wenn nur ein paar linke AktivistInnen das Thema behandeln. Das hat 30 Jahre lang nicht funktioniert und das wird jetzt nicht magisch plötzlich funktionieren. Wir müssen bis weit in die Mitte hinein Leute gewinnen. Wir müssen bis weit in die Mitte hinein Leute zusammenkriegen, die am 20.09. auf die Straße gehen und die dann in Aktionen des zivilen Ungehorsams die Städte blockieren. Deswegen, wir müssen das alle zusammen machen. Klar, wer unser sechstes Prinzip, we welcome everyone and every part of everyone, nicht akzeptiert, nee. Sorry, nicht dabei. Aber davon mal abgesehen, ne, wir brauchen wirklich alle und jeden. Und man muss auch sagen, dass aktuelle Politik, also egal welche Partei, unseren Forderungen wahrscheinlich gar nicht zustimmen würde. Das ist das Problem, noch nicht mal die Grünen. Also es ist sozusagen zu angeblich radikal, wobei es jetzt auch eine neue Studie gibt, gerade erst rausgekommen, die sagt, wir müssen uns viel, viel, viel früher um dieses Thema kümmern. Also darin steht sogar 28, wenn nicht 25. Und im Moment hängt die normale Parteipolitik dem sowieso hinterher. Und also Extinction Rebellions Ansatz ist nicht über Parteipolitik zu gehen, sondern aus genau dem Grund über eine Bürgerinnenversammlung. Also ja. Okay, es tut mir leid, die Party zu stören, aber wir sind am Ende des Slots angekommen. Ich danke nochmal bitte für Maria und dann einen ganz großen Applaus.